Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Pokémon Mystery Dungeon. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Ich bin ja schneller als Aerodactyl. Wir sind hier im Grubental, um Latias zu retten. Nachdem wir in der letzten Folge Latios dingfest gemacht haben und herausgefunden haben, dass es die TM von Kecleon nur gestohlen hat, um seine Schwester hier irgendwie rauszukriegen. Aber glücklicherweise sind wir noch im Besitz des... ja, halb kaputten Teleport-Juwels. Und deswegen könnten wir es sogar schaffen, Latias hier lebendig rauszukriegen. Und deswegen sind wir der Ansprechpartner gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Grubental wohl sein wird. Also wirklich, ich weiß es nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es höchstens noch 10 Etagen haben sollte. Ne Sichlor? Sag ich doch. Oh, sie mitkommen. Habe ich sich noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Das ist übrigens eine Pokémon-Falle. Wenn man da drauf tritt, kommen ganz viele Pokémon. So. Tschüss, Sichlor. Schlafe gut. Ich will keine Pokémon aufwecken, wenn sie nicht geweckt werden müssen. Schlafen ist hier eben auch sehr praktisch und angenehm. Und hier alles einfügen, was Schlafen so ist. Wie schön. Und entspannend, zumindest meistens. Ja. Und ich bin die ganze Zeit schon so am Hin und Her überlegen, was wir denn machen, nachdem wir Latias gerettet haben. Ob ich dann vielleicht erstmal eine Pause machen sollte, um Ho-Oh zu holen. Oder ob wir ja ganz einfach ins Sturmmeer gehen. Ich streue immer mit. Und bei solchen Sachen hier, da gibt es immer 3 Items und ein leeres Feld. Und auf diesem leeren Feld ist immer eine Teleportfalle. Also falls ihr Bock habt, euch zu teleportieren, haltet nach solchen Sachen Ausschau. Aber denkt dran, dass man nur auf einer Ebene hin und her teleportiert wird. Wäre auch ein bisschen kacke. Du bist in irgendeinem Dungeon auf Ebene 95 und trittst auf eine Teleportfalle und bist dann wieder auf Ebene 3. Bisschen ungünstig. Ich muss sagen, ich glaube, das wäre mir nicht so lieb. Oh, das ist leider schon alle wegen der Aerodactyl. Mit ihrem Erzwinger. Man kann hier in dem Spiel übrigens maximal... 999 Schaden machen. Ich glaube, das habt ihr gerade gesehen. Ja, dann verwirr halt unser Kumpel. Ja, war der Tür? Dankeschön. Ja, Stachelspore. Versuch Stachelspore auf einen fliegenden Gegner. Du bist klug. Ein richtig kluges Pokémon. Wo ist denn das Treppchen? Treppchen. Ich hätte wahrscheinlich aber nur nach unten gemusst, nehme ich stark an. Naja, nach unten und eins nach rechts, aber trotzdem. Gut. Schwindelig vor Hunger? Ja. Ja. Dann ist das halt so. Ich kann gleich immer noch einen Samen. Einen Apfel essen. Ja, aber natürlich ist es sehr nett, dass du uns dreifaches Tempo verschaffst, aber brauchst du nicht. Alles gut. Habe ich ihm das nicht ausgestellt, solche Attacken einzusetzen? Na, okay. Jetzt kann er keinen Superschall mehr. Also schon mal eine Attacke weniger. Oder habe ich ihm Agilität drin gelassen? Ich weiß es nicht mehr. Aber guck mal, die Viecher halten tatsächlich mehr aus, als einmal nach vorne stoßen. Interesting. So. Jetzt erstmal mein Äpfelchen futtern. Und auf die nächste Ebene. Und rein theoretisch, ja, rein theoretisch hätte ich auch noch... Dorn habe ich nicht mehr. Doch, 5 habe ich noch. Ich hätte noch... 2 Jobs im Angebot, mit denen man noch andere Pokémon freischaltet. Das ist zum einen hier im Grubental. Den könnte man dann erledigen, um Porygon 2 freizuschalten. Und zum anderen wäre es im Sturmmeer. Aber dafür müssen wir logischerweise erstmal das Sturmmeer machen.
Also ich glaube... Ach, ich weiß es nicht. Ich bin unschlüssig. Ne. Halt dieses Aerodactyl. 22? Die Nordkette hatte 25. Also es kann sein, dass das Grubental auch 25 hat. Jedenfalls wüsste ich auch nicht, dass nochmal die Ebenen wechseln. Ich hoffe, ihr wisst inzwischen, was ich meine damit, wenn ich das sage. Die Texturen eben. Du kannst weiter Schlafi machen. Wir gehen hier lang. Ja, ich bin schon wieder alle. Na gut. Warum immer so viel Aerodactyl? Ich versteh's nicht. Auf der ganzen Ebene sind gefühlt nur Aerodactyl. Nein, danke, eins reicht. Der ganzen Ebene nur Aerodactyl. So. Das hätte jetzt auch gefährlich enden können mit dem Superschall. Pokémon, die unter Verwirrung leiden, gehen nämlich auch ganz gerne mal einfach weg. Wobei, ich kann ja den hier machen. Das ist immer recht praktisch. Nur nicht, wenn man verwirrt ist. Dann ist, passieren auch mal ungünstige Sachen. Schon wieder ein Aerodactyl. Nur Aerodactyl. Gibt's ja auch was anderes? Also ja, rein theoretisch müsste es noch Hubbeluft geben, aber rein praktisch gibt's nur Aerodactyl. Naja, wir kämpfen uns auch durch die durch, aber die fressen halt so viele AP. Das ist echt nicht schön. Gut, zumindest die Ebene liegt hinter uns. Die liegt auch gleich hinter uns. 25? Okay, also das Grubental hat auf jeden Fall mehr als 25 Etagen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Oh, eine Pokémon-Falle. Da kommt doch 100 pro nur Aerodactyl raus. Hier gibt es ja auch nur Aerodactyl. Das ist der Aerodactyl-Dungeon. Nur Aerodactyl. Fürchterlich. Fliegen ist doch auch schon alle, oder? Nee, einmal habe ich noch. Hey, wenigstens einmal. Und es ist alle. Nein, du darfst nicht mitkommen. Es ist doch nicht alle, hä? Aber ich bin verwirrt. Es wird doch angezeigt, dass... Hä? Also ich bin ja nicht doof. Uns wird ja angezeigt, dass das funktioniert. Dass Erzwinger wirkt. Aber anscheinend ist das dem Spiel egal. Fliegen ist wohl ausgenommen von... Es zieht mehrere AP bei einem Angriff ab. Sehr interessant, sehr interessant. Das wusste ich auch noch nicht. Ach toll, jetzt haben wir es geschafft. Bist du vielleicht gekommen, um mich zu retten? Ja, es wird schon wieder... Mein Flügel ist zwar noch verletzt, aber ich kann gehen. Oh ja. Freunde, wir haben Latias gerettet. Latias! Latios! Du lebst. Unglaublich. Es tut mir leid, dass du dir solche Sorgen gemacht hast. Oh, wie wundervoll. So anrührend. Schlief. Dank euch ist meine Schwester in Sicherheit. Ehrlich gesagt war ich kurz davor aufzugeben. Doch jetzt sind wir wieder vereint. Vor Freude fehlen uns die Worte. Wir schulden euch so viel Dankbarkeit. Vielen Dank. Oh, also wirklich. Es ist auch ein wenig peinlich, wenn du sowas sagst. Aber wir haben gar kein Geld und keine Möglichkeit, unsere Dankbarkeit auszudrücken. Deswegen, und das ist das Mindeste, was wir tun können, dürfen wir eurem Retterteam beitreten? Wie? Wir wollen eurem Team die Sauli beitreten und euch unterstützen. Wäre das möglich? Wärt ihr bereit, uns in euer Retterteam aufzunehmen? Oliver, was machen wir? Sollen wir die aufnehmen? Natürlich.
Gut, von nun an gehört ihr zu unserem Retterteam. Schön, euch dabei zu haben. Danke, dass ihr uns aufnehmt. Wir freuen uns, euch beizutreten. Und so gehören Latios und Latias nun zum Team Lizzoli. Oh ja, nein, wir wollen ihr keinen Spitznamen geben. Ja, der Name Latios ist in Ordnung. Nein, Latias braucht eigentlich auch keinen Spitznamen. Yay! Und wieder eine kleine Geschichte abgeschlossen. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir jetzt nach Latias und Latios auch noch das nächste Etwas freigeschaltet haben. Und das nächste Etwas ist... Ja, genau, das hier. Endlich haben wir es gefunden. Ja, wir haben es gefunden. Mein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Vergiss ja nicht meinen Wunsch. Hör mal, Rettern. Das muss ein Geheimnis bleiben, von dem nur wir beide wissen. Wir dürfen keine Pokémon davon erzählen. Nicht mal Gengar. Ich weiß. Überlegen wir mal, wie wir das machen. Zuerst, Eieieiei. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, wie man Wünsche wahr werden lässt. Nicht den blassesten Schimmer. Die sind beklappt. Geld? Haben wir nicht genug. Schade. Na gut, na gut. So, wir lagern mal ein bisschen was ein. Eisendorn nehme ich mit. Explosivsam können weg. Ein Top-Elixier behalten wir. Der Rest darf alles hier eingelagert werden. Ja, und jetzt nehme ich uns noch ein Äpfelchen mit. Oh, wir haben noch zwei Gummis. Da kriegt Arctos die gleich mal. Ich wusste gar nicht, dass wir noch Gummis haben. So, zwei Äpfelchen. Gut, dann geht es jetzt einmal zu Oliver. So. Und zwar, Kumpel, wir brauchen deine Sympathie. Sehr schön. Und jetzt geht es zu Quappo. Und Quappo kriegt diese Sympathie. Außerdem kommt er erstmal ins Team. So, das bekommst du. Und jetzt wirst du Anführer. Dann besuchen wir Arctos. Arctos kriegt die beiden Gummi. Ja, ist in Ordnung. Rosa Gummi. Und Silbergummi. Sehr schön. Und dann kann Arctos wieder den Anführer machen. So, dann speichern. Und dann geht's wohl oder übel ins Sturmmeer hinein. Ein paar Minuten haben wir noch. Von daher hinein. Das Sturmmeer. Sturmmeer U1. Unser erster richtiger Wasserdungeon. Mit ordentlichen Wasser-Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob wir die mitnehmen könnten. Falls sich das denn will. Das ist ja immer so eine Geschichte. Boah, da kann ich auch. Sturmmeer ist zusammen mit dem Weit-Weitberg bisher das längste, was wir so haben an Dungeon. Also schon lang, aber jetzt nicht über alle Maßen. Dann gibt es aber noch später den Silbergraben. Das ist ein Wasserdungeon, der 99 Ebenen hat. Und ja, dieser Silbergraben hatte ich irgendwann mal, dass sich mir ein Baldurfisch auf den ersten Ebenen angeschlossen hat. Wirklich auf den ersten Ebenen, innerhalb der ersten 10 oder sowas. Und da habe ich tatsächlich, ich habe es tatsächlich geschafft, dieses Baldurfisch über 99 Ebenen am Leben zu lassen. Plus Bosskampf am Ende. Da war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich sowas geschafft habe. Gut. Muschas. Hier oben eine Arena-Beere. Ja. Warum ich das jetzt einstecke, weiß ich auch nicht so genau. Wingull. Also Wingull kann, glaube ich, sich nicht anschließen. Wingull müsste...
müsste auf den Sandstrand kommen und den haben wir, glaube ich, noch nicht freigeschalten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann ja spaßenshalber einfach mal nachgucken. Tentacha und Mushas könnten mitkommen, wenn sie denn wollten. Nun gut. Was haben wir hier so? Flinksam. Durchbruch. Durchbruch könnte rein theoretisch Quappo bekommen, aber Quappo, dem reichen seine Wasserattacken. So. Tschüss, Ammonitas. Wiedersehen. Wir sehen uns. Wahrscheinlich hier auf einer der nächsten Ebenen wieder, aber trotzdem, wir sehen uns. Ein Weißgummi. Gefällt mir. Wie gesagt, Gummis sind alle gut. Können wir alle für Arktos gebrauchen. Ich glaube, ich werde die jetzt auch schon essen, was wir so gefunden haben. Vielleicht kriegt Arktos nämlich schon seinen nächsten IQ-Punkt dadurch. Und wenn wir den kriegen sollten, erleichtert uns das alles ungemein. Aber nein, leider gibt es das nicht. Ein Warp-Samen. Schade, schade. Irgendwie wünschte ich mir, dass wir das letzte IQ-Ding schon hätten. Es ist halt wirklich so ultimativ praktisch. Das werdet ihr noch früh genug sehen, was ich meine. Also ich hoffe es, dass wir noch ein paar Gummis finden, sodass Arktos das letzte IQ-Sternchen erreicht. Fehlt ja nur noch eins. Ja. Ja, ich gucke mir die Items mal nicht an, ne? Wir wollen ja auch vorankommen. Haben ja nicht mehr so viel Zeit. Irgendjemand knallt im Treppenhaus Türen. Wer knallt um 9 Uhr morgens Türen? Werden denn Pokémon um 9 Uhr morgens auf? Auch eine gute Frage. Ein Wirbelorb. Ja gut, wer es braucht, ne? Da geht's auch schon weiter. Das ist ein Band, das nehmen wir mit. Gibt immerhin Geld. Brauchen ja auch noch die letzten paar... Ihr wisst schon. Und so. Partnerareale. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Grüngummi. Ausgerechnet Grüngummis. Die bringen nicht so viel. Grün und Flora sind nicht so arg was Leibspeise. Hier haben wir noch ein Band. Das nehme ich auch mit. Was habe ich so eigentlich alles? Das kann ich mal futtern. Einfach weil ich es futtern kann. Und unser Magen ist voll. Stimmt ja, wegen den Gummis. Ich glaube, ich gar nicht so viele Äpfel mitnehmen müssen. Aber irgendwie wusste ich nicht mehr, dass es hier im Sturm mehr tausende Gummis zu finden gibt. So, und jetzt sind wir im zweiten Gebiet. Blaugummi, theoretisch was für Quappo. Ich stopfe den aber in mich selbst rein. Da komm, bin ich durch. Verdammt. Na gut. Dann eben so. Seemops. Ja, mach du mal einen Igler. Das kannst du gut. Komm, das hier unten gucke ich mir aber noch an. Das sind zwei Items. Vielleicht. Nein, schade. Warum sollte es sich auch lohnen? Das ist übrigens wieder einer der Dungeons, wo man echt scheiße erkennen kann, ob die Treppe irgendwo in der Ecke ist auf der Map. Ich glaube, ihr seht selber, was ich meine. Gerade wenn die hellblauen Markierungen über den hellblauen Wänden sind, ist das nicht immer ganz so einfach rauszufinden. Guck mal, sind schon U20. Das geht flotti hier. Das geht richtig flotti. Aber warum mache ich das überhaupt? Ja, eben. Eben. Ich habe gerade nicht nachgedacht. Ein Orb. Komm her, Seemops. Tschüss, Seemops. Oh, Seemops will mitkommen. Nee, Seemops, es tut mir leid. Ich mag zwar Seemops, aber wir können es gerade nicht gebrauchen, wenn wir uns das Boss-Pokémon anschließen lassen wollen. Denn Sturmmeer hat den großen Vorteil, dass ich das Boss-Pokémon ab der ersten Begegnung anschließen kann. Und dementsprechend, ja, habe ich nämlich auch Quappo mit, wie ihr seht. Einfach weil es geht.
Da muss man hier nicht nochmal rein, falls man es dann haben will. Ich habe ja echt ganz am Anfang des Let's Plays überlegt, ob ich wirklich versuchen soll, alle legendären Pokémon zu holen, aber es... ich glaube, das mache ich nicht. Oder ich mache es offscreen und zeige euch dann die legendären Pokémon einfach im Partnerareal. Damit ihr die Areale seht, wo die dann wohnen. Aber da sind dann halt sehr krasse Dungeons dabei. Und ob ich die nochmal machen will, ist so die Frage. Vor allem eins ist immer ziemlich kacke zu kriegen, weil man nie weiß, ob es auftaucht oder nicht, weil das kein richtiges Boss-Pokémon ist. Es ist zwar legendär, aber nichts Bossiges. Und vor allem zwei Boss-Pokémon, an die werde ich nicht rankommen. An die werde ich absolut nicht rankommen, weil ich dafür zu doof bin. Für solcherlei Dungeons bin ich nicht gemacht. Es gibt nämlich Dungeons, für die sind dann auch die Georok-Brock übrigens sehr praktisch, zumindest für die ersten Ebenen, wo man mit Level 1 startet. Und am besten noch allein und ohne Items, die man mitnehmen darf. Und boah, das ist einfach nur grausam. Das ist wirklich einfach nur grausam. Und in zwei solcher Dungeons gibt es eben legendäre Pokémon. Das eine schließt sich einfach so an, wenn man da hingeht. Das andere muss man vorher noch bekämpfen, aber komm erstmal dahin. 99 Ebenen, wenn du von Level 1 aus anfängst. Entweder verhungerst du, du hast keine Attacken mehr oder du wirst nicht stark genug. Zumindest sind das immer meine Probleme gewesen. Ich habe es dann irgendwann mal versucht, wie ich es mal erzählt hatte, von wegen mit Warpschal. Das war dann der leichtere von beiden. Logischerweise, weil in dem anderen darf man eben keine Items mitnehmen. Und ja, habe mich die ersten Etagen so durchgekämpft und habe dann, als mir die Gegner zu stark wurden, ist das Risiko zu hoch, wurde immer mit Warpschal hin und her teleportiert zwischen den einzelnen, Räumen und gehofft, diese mal eine Treppe zu finden. Und das habe ich dann bis Paar 70 geschafft und dann bin ich in einen Monsterraum reingeportet und die Monster hatten mich umschlossen, sodass ich dann keine Chance mehr hatte, mich zu bewegen, zu entkommen und dann war es vorbei. Da konnte man nichts mehr machen. Da kann man sich dann ja auch nicht raus teleportieren, wenn man nicht gerade noch rein zufällig ein Warp-Samen hat. Selbst die Gegner mit einem Star-Orb oder sowas einfrieren zu lassen, wäre in der Situation doof gewesen. Weil, ja, man eben dann immer noch feststecken würde. Nee, also ich habe schon einiges über Pokémon Mystery Dungeon erlebt. Leider auch solche Sachen. Ich habe noch nie, wirklich noch nie in meinem ganzen Leben einen Dungeon geschafft, wo man mit Level 1 startet. Habe ich noch nie hinbekommen. Lass das mal sacken. Da hilft doch Arktos nicht. Einfach weil Arktos viel zu langsam levelt. Bist du denn so auf Ebene 20? Hast dich da mit Georg Borg da durchgekämpft? Kriegst, Entschuldigung übrigens für mein Gähnen. Bekommst dann logischerweise noch weniger XP, weil du keine Attacken benutzt. Und dann, ja, hast du halt Pech gehabt. Dann bist du auf Ebene 20, wenn du es denn überhaupt so weit schaffst und dein Arktos ist gerade Level 5. Da hat man dann nicht ganz so viel Spaß dran. Ich weiß nicht, mache ich das jetzt heute noch? Wir sind bei 24 Minuten, wir sind aber auch schon Ebene 33. 34 sogar schon. Komm. Dann gibt's heute halt Überlänge. Dann kann ich offscreen uns das Ho-Oh holen. Ein Warpschal! Sehr schön. Dann kann ich euch das mal zeigen, wie das geht. Ja, dann gibt's heute Überlänge. Na, Taucher. Na gut, dann mach halt Taucher. Nicht cool. Nicht cool, ich mach den hier. Ist nicht sehr effektiv, aber Quappo macht den Rest. So, das ist schon besser. Hab
bevor hier so viel abziehen. Meine Fresse, das muss doch nicht sein. Gut, hier drüben noch was Geldiges. Hier noch was Braunes. Leider immer noch kein Level Up im IQ. Ich habe ein Item gefunden. Ich habe ein Item gefunden, Freunde. Ja, gut. Mach du mal das. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch. So. Gut. Dann, oh, noch ein Blaugummi. Nom, 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 nom. Köstlich. Und nur noch 4 Etagen. Sehen wir uns jetzt Blubber ein? Ja, dann setz doch Blubber ein. Dann hau ich dir einen Eisstrahl ins Gesicht. So. Mir hier anlegen wollen. Ich glaub's auch. Aber, guck mal, was haben wir denn hier so? Da könnten wir den hier wegpacken. Sehr schön. Ja, ja, ist in Ordnung, Seemon. Ist in Ordnung. Ich hab schon verstanden, dass du dich mit mir anlegen willst. 274 Gold. Das ist gar nicht mal wenig. Das meiste, was ich, glaube ich, mal gefunden hatte, war irgendwas im 400er Bereich. Kanivana? Hier hinten? So spät im Dungeon gibt es Kanivana? Hätte eher mit Tohaido oder sowas gerechnet. Wenn schon solche Pokémon, aber... Oh, ein Azurgummi! Monstermeider? Ich bin immer noch nicht... Klargummi? Ich dachte, mir fehlt nur noch ein... Oh, Mann, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ja, uns fehlt zwar nur noch ein IQ-Sternchen, aber anscheinend... hat uns noch eine IQ-Fähigkeit gefehlt, die wir nicht brauchen. Das ist die Fähigkeit, dass das Pokémon nicht von allein in Monsterräume rennt. Deswegen, die ist jetzt nicht so praktisch. Für uns. Für Arktos, für das Pokémon, das wir aktiv spielen. Bitte? Nein? Royalgummi? Auch nicht? Mann, oh. So, Eisstrahl im Rücken. Ja, komm, da haben wir halt heute wirklich ein bisschen sehr viel Überlänge. Ey, das wollte ich nicht. Aber wir sind ja gleich durch. Guck mal, da sind wir durch. Das heißt, wir machen jetzt Quappo zum Anführer. Geht nur in den Dungeons, die nach dem Himmelsturm freigeschaltet wurden. Dann... ja... werd ich mal ein Apfel los. So. Damit ich von Arktos die Röntgenaugen nehmen kann. Weil wenn man das Pokémon zurückschickt, ein Pokémon zurückschickt, so, Abschied, genau. Wenn es ein Item trägt, geht es verloren. Die Röntgenaugen würde ich schon gern behalten. Bin ich ganz ehrlich. Und dann gehen wir hier mal auf Ebene 40. Meine Macht bricht aus. Meine immense Macht. Hallo, Kyogre. Meine Kämpfe gegen Groudon haben uns beide erschöpft. Ich schlief lange und fest. Und ich wartete, dass meine Kraft sich regeneriert. Und jetzt, stehe ich kurz davor, meine Kraft wieder zu erlangen. Ich bin Kyogre, der Meister der Meere. Die Macht meiner Wellen wird überwältigend sein. Meine ungeheure Macht zerschmettert alles und jeden. Meinst du? Guck mal, dann speichere ich doch einfach mal. Pack mir Kaskade hier hin. Räum dir schon mal eine Hydropumpe ein. Ah, Body Slam, guck mal. Ah, noch ein Body Slam. Und das war's. Und Kyogre kommt mit. Yay! Kyogre ist noch eins von den ziemlich einfachen. Kyogre hat, glaube ich, 40% oder 50%. Dazu dann noch die Sympathie drauf. Quappos hohes Level. Deswegen, Kyogre ist nicht das Problem, ins Team zu kriegen. Gut, Freunde, damit hätten wir es geschafft. Kyogre ist im Team. Das Sturmmeer ist abgeschlossen.
Und ja, dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen. Jetzt sind wir tatsächlich noch ganz knapp über 30 Minuten gekommen. Aber ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und offscreen werde ich uns jetzt einfach mal ein Ho-Oh holen. Wir sehen uns dann auf dem Gipfel des Weitweitbergs wieder. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuschauen.